Hallo Freunde von All for Shooters, hier ist wieder euer Alex. Ich habe mich jetzt ins Basement der ShotShot 2020 begeben und stehe jetzt hier an einem Messerstand. Und wenn ich sage an einem Messerstand, ist es eigentlich mehr der Messerstand, denn auch kalte Waffen haben in Amerika große Konjunktur und vor allem eine deutsche Marke ist sehr gern gesehen, und zwar Puma. Hier ist unser Hendrik, den kennt ihr natürlich schon. Hendrik, was habt ihr denn für die Amerikaner mitgebracht? Hi Alex, willkommen auf der Shot Show und bei uns am Stand. Wir haben zwei besondere Messer dieses Jahr mitgebracht, die ich dir gerne einmal präsentieren möchte. Wir haben einmal das Puma White Hunter in der Oryx Edition. Besonders ist hier, dass hier Oryx Antilopen Griffschalen verwendet worden sind. Wir haben eine spezielle Laserung aufgetragen auf der Rückseite der Klinge. Und ansonsten haben wir ja dann die klassische Linienführung vom bekannten White Hunter. Ganz genau. Aber es hat natürlich schon einen sehr edlen Ausdruck, wenn man das so sagen darf. Und das hintere? Das hintere, hier haben wir die klassische Jagdnicker-Klinge verwendet und haben ebenfalls Oryx-Schalen als Beschalung verwendet. Und dies macht einen sehr besonderen Eindruck mit den schwarzen Oryx-Schalen zu dem Messingback. Und wo liegen wir da insgesamt preislich bei beiden? Bei dem Hunter Oryx liegen wir bei 199 Euro und beim Puma White Hunter Oryx Edition liegen wir bei 329 Euro. Ja, ist ja immer wieder schön bei euch vorbeizukommen, wir haben immer was Besonderes und natürlich nach der Shot Show ist vor der IWA. Habt ihr auch noch ein paar Sachen im Petto für die IWA? Auf jeden Fall, die werden wir dann auf der IWA vorstellen. Ah gut, sich nicht in die Karten schauen lassen. Deswegen bleibt dran, schaut rein bei allforshooters.com. Bis dann.